Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr alle noch da seid. Ich möchte einen kleinen Text vortragen, in dem es darum geht, dass wir in Deutschland alles immer sehr, sehr ordentlich machen. Egal, was wir machen, wir sind immer sehr ordentlich. Sogar unsere Sprichwörter sind sehr ordentlich. Deswegen habe ich mir das ordentlichste Sprichwort oder das geordnetste Sprichwort rausgesucht, nämlich Fünfe gerade sein. Das Fünfe gerade sein, das kennen wir alle. Ich glaube, es ist schon krass, wie man da Mathematik auf die Sprache angewendet hat. Ich habe einen Text dazu geschrieben, der auch diesen Titel trägt, Fünfe gerade sein lassen. In der Wintermorgensonne, die durch Wolkenwatte bricht, wo der Tag mit dem begonnen, was auch ungesprochen spricht, wo inmitten tiefster Eichen, zwischen Ulmen und verbleichten Felsen, Preißelbeeren reifen, hinter moosbewachsenen Weiden, wo sich Tal und Geister scheiden, hinter Zäunen, hochgebaut und von Manneskraft bepinselt, liegt auf Rosenkohl und Kraut meist ein Schäferhund, der winselt, die Schuhe stehen grad sortiert, vor der Tür, die auch lackiert, der Wagen steht, auf Glanz poliert, Reichtum, Börsen konnotiert, weht hier wie die Landesfarben, aus des Schrebers wandelbarem Rhododendron Mandelgarten. Jeder Strunk von Hand gestutzt, jede Blüte selbst bestäubt, selbst die Kinder, die man hat, sind im Dreivierteltakt gezeugt, denn Lust ist eine Variable, die ist freitags zu genießen, hier gibt's Zettel, die das Sitzen in der Eisenbahn verbieten und ich weiß, es klingt beknackt, doch sind diese Sitzverbote meist in Folien verpackt, hier werden alte Plastikflaschen wieder ins Geschäft gebracht, wer Suppe mit einer Gabel isst, wird öffentlich laut ausgedacht, was? Ist das für eins Land, in dem die Mindestlöhne steigen, selbst der Königin in Mundwinkel gleichschenklich nach unten zeigen? Ein Land, in dem die Wohlbewahrten sonntags in Pantoffeln auf den integrativen Tatort mit Til Schweiger warten? Man nennt das Gebiet hier das Land der Kartoffeln. Und mitten in einem Waldauslauf hat man ein Backsteinhaus gebaut. Dort brennt bis nachts sein Licht. Ein kleiner Junge ist noch wach, versteht er vieles auch noch nicht. So ist er stets darauf bedacht, alles ordentlich zu machen. Junge, räum dein Zimmer auf, ordne deine Sachen vor dem Essen, Hände waschen, beten nicht vergessen. Und du musst versprechen, in der Schule, da wird aufgepasst. Ja, so merkt der Junge schnell, er passt nicht in das Raster. Die Schreibschrift, sie passt da hinten und auch vorne nicht. Und anstatt ganzer Zahlen setzt er meistens einen Strich. Und immer, wenn der Lehrer ihn zur Tafel holt und faucht, ruft er lautstark, das sei falsch und reckt seine Faust. Und immer, wenn der Junge montags lacht und sagt, schön heute, rufen alle, es sei falsch und recken ihre Fäuste. Und immer, wenn der Junge fragt, wie zwei Männer Liebe machen, rufen alle, es sei falsch, holen Fäuste aus den Taschen. Und immer, wenn der Junge sagt, nanu, das geht doch anders, rufen alle, es sei falsch. Und die Faust, ja, sie wandert. Und so zählt er jede Faust, jedes wütende Gesicht und setzt für jeden Zweifler einen geraden weißen Strich. 5. Denkt er ganz leise, als auf eindringliche Weise eine Menge ihren Weg sich bahnt, im Stechschritt böse Dinge sagt, denn auch der Hass in diesem Land wird mit Ordnung wohl genährt. Hier wird sich montags so bekannt, gegen Fremdes laut gewehrt und die Fäuste gehen in die Luft. Im Dreivierteltakt das Eichenbeben, jedes Widerwort verpufft, dass unsere Heimat ewig weiterlebe. Selbst im Fernsehen ist ein Mann zu sehen, jedes Wort darauf verpicht, dass er in der Kneipe jedem noch ein neues Land verspricht. Er reckt die Faust im Fassakkord und leugnet einen Massenmord. Asiaten sehen alle gleich aus und das wird man wohl noch sagen dürfen. Das alles ist von gestern. Heute schützt man mit geschwellter Brust nur gleichgesinnte Schwestern vor dem Fremden und dem Anderen, weil man nicht mehr unterscheiden kann, sagt nicht mehr, was man denkt, sondern zündet Flüchtlingsheime an in der Wintermorgensonne, die durch Wolkenwatte bricht. Wo der Tag mit dem begonnen, was auch ungesprochen spricht, wo inmitten tiefster Eichen, zwischen Ulmen und verbleichten Felsen, Hassgedanken reifen hinter moosbewachsenen Weiden, wo sich Mensch und Menschen scheiden hinter Mauern, hochgebaut, von Soldatenhand beschützt, von anderen bezahlt und auch der Lehrer noch dort sitzt, wo er neben Zahlen auch noch Nationalstolz zeigen kann, holt er für die 5 den Jungen vor sich an die Tafel ran und der setzt seinen ersten Strich für die Verkannten und Vergessenen, einen zweiten für die anderen und die immer zu Verletzten, ein dritter Strich für die, die sich kaum noch trauen rauszugehen, ein vierter für die Menschen, die sich schämen, anders auszusehen. Des Lehrers Finger verkrampfen, rötet sie jetzt sein Angesicht und der hier, ruft der Junge, ist Erinnerung und setzt schabend seinen letzten Strich. Ich glaub, in jedem Backsteinhaus brennt lange noch ein Licht, denn es ist nie, 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 wirklich nie zu spät, anstatt das Fremde zu hassen, die Fäuste zu öffnen und 5 gerade sein zu lassen. Ihr Applaus für unseren ersten Starter in der ersten Runde. Jason Bartsch, meine Damen und Herren.